Und jetzt haben wir genug Druck. Das knallt doch, oder? Jetzt müssen wir ein bisschen... Warte, Bremse... Ne, warte, zurück müssen wir jetzt einfach. Zurück, habe ich gesagt, Mann. So geht das doch, oder? Ich glaube schon. Wie, ich kann ihn hier anpflanzen? Warum nicht? Warum kann ich den nicht anpflanzen? Sieht doch gut aus. Kann man den nicht anpflanzen? Ich frage mich nur, warum die dann wachsen, wenn ich den nicht anpflanzen kann. Erstmal ein Stück Schoki rein. Wow. Aha! Ich hole meinen Mülleimer. Ah, der ist ja hier. Das ist geil, der Mülleimer kostet irgendwie 1,50 Euro bei Ikea. Ich habe schon überlegt, mir einfach einen neuen Mülleimer zu holen und den nicht mehr leer zu machen. Also ich werfe die mal komplett weg. Nein, Spaß. Ich war so eine Serie nachgedacht. Dann kann ich jetzt mal ganz kurz plaudern. Von, keine Ahnung. Also ich hatte mal, ich glaube letztes Jahr im Dezember hatte ich mal... Alter. Das ist gerade die Pickaxe runtergefallen, ne? Eine Map. Was kann diese Map? Seit wann geht das denn? Fettarsch. Ajo! Jova 0720, dankeschön. Das ist kein Modpack, das ist ganz normal Vanilla. Wie macht man das? Oh! Hey Julian, habe ich vorgelesen. Okay, pass auf, geh mal rein. Ja, geh mal rein, kannst ruhig reden. Pass auf, stell dich mal unten in die Mitte von dem Raum. Der hat eine richtig gute Akustik, der Raum. Da? Ja. Jetzt gehen wir nach vorne. So. Und jetzt sag mal was. Warte. Warte. Du willst mich ärgern. Oh! Halt die Fresse, du sollst normal reden. Du singst an seiner Spiele. Ja. Hörst du? Hallo. Krass, oder? Echo. Ja, ich mach Effekte da aus. Warum? Ach, du hast das gemacht? Zuerst nehmen, ähnlich wie bei, ne? Oh. Ja. My lovely Mr. Singing Club, sieht da scheiß aus. Gibt's Anti-Blöcke? Vielleicht. Glaube schon. Am Rand könnte man noch so Immersive Engineering Lüfter reinmachen, ne? Das ist wie bei X-Men. Oh. Also wir sind auch sehr ehrlich miteinander. Wenn jetzt zum Beispiel wir draußen rumlaufen und da ist eine hübsche Frau und ich sag dann zum Peter, na komm, die fand's geil, ne? Dann sagt er auch, ja. Weil das wäre auch sehr unlogisch, wenn er nein sagen würde, weil das würde ich ihm eh nicht glauben. Und ich finde ja auch andere Männer toll. Dann pink. Pink. Und rot. Rob. Rob. Und blau. Blau. Ach genau, ich wollte die Storyschule jetzt holen. Nur, was willst du trinken? Wasser. Oh, jetzt sagst du Wasser? Sonst sagst du immer Bier. Mama hat dein Wasser oben vergessen. Sag mal Bier. Bier. Bier, Bier. Vor allem wir trinken ja kein Bier. Was ist da? Den kommenden. Und bitte, solltet ihr die Konsole nach Wahl gewinnen, antwortet bitte zügig. Umso schneller kann ich das Ding verschicken und ich habe auch kein Problem damit, das Ding dann wieder neu zu verlosen.
Oder genau dasselbe bei dem Monitor, der verlost wird. Ist übrigens so ein 32 Zoll Widescreen für 900 Euro. Also da kann die Konsole eigentlich einpacken gegen. So. Genau, so war es hier. So draußen spawnen die aber nicht, das ist gut. Nicht? Aber eigentlich müssten die doch, ne? Oder? Ah, die brauchen einen Boden zum Spawnen wahrscheinlich, ne? Kann man so einen Spawner eigentlich auch anmalen? Mit den Tarn in so eine Wand. Boah, gute Frage, warte mal. So ein Spawner und dann nochmal so ein Dimensional Anchor. Stromerzeuger. Und der eine Stromerzeuger, also der, wie heißt er? Der Reaktor ist auch schon weg. Weil der ist eh leer gelaufen und dann habe ich den mal entfernt. Wir könnten eventuell auch gleich noch den Reaktorraum fertig machen, Alter. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. So voll viele Sachen auf dem Plan. Wir machen noch das. Ich meine, wenn Tobi gleich kommt, machen wir eh was komplett anderes. Dann geht's rund mit Tobi. So, warte mal, hier gehen wir runter, obwohl hier schon Fackeln drin sind. Aber Zertus Quarz wurde wohl vergessen. Man kann ja noch eine Notlösung einbauen, geht auch. Ja, was denn für eine Notlösung? Also in Mobfarm hatte ich das zum Beispiel immer. Ich hatte halt in der Ecke noch ein Loch mit Lava. Wenn die Mobfarm da mal irgendwie übergelaufen ist, sind die überlaufenden Mobs quasi in die Lava gefallen und haben so nicht den Server lahmgelegt. Das ist aber clever. Das finde ich gut. Also wir könnten theoretisch, sag ich mal, unten bei Tobi zwei Lavalöcher machen. Natürlich so, dass nur Hühner reinfallen und nicht Tobi, kennen wir ja. Ja. Und hier und nach, genau, und um die Ecke rum nach hinten. Ja. Nice. Der Thermi, dritte Mal, dankeschön. Oh. Berufskollegen, Kfz-mäßig gesehen. Oh. Ja, schon lange nicht mehr geschraubt, Alter. Okay, wir fangen jetzt an mit ein bisschen Insel-Sexy machen. Wir haben jetzt einen Unbreakable Worm, Peter. Ist auch. Oh, ja, mach mal drei. Drei. Falls der runterfällt. Genau. Was war das denn? Liegen jetzt meine ganzen Sachen da und die spawnen? Oh, was ist das denn? Hm.